Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute mit einem Messer, welches mehr ein Kunstwerk ist. Ich sage immer, dass Lagiol-Taschenmesser Kunstwerke mit Schneidefunktion sind. Und dieses Taschenmesser, das zeigt das wirklich eindrucksvoll, was ich damit meine. Eine Biene aus Gold mit Rubinen, Diamanten, Damastklinge, ein fantastisch gelochierter Rücken, ein Griff aus Warzenschweinstoßzahn, ganz ohne Marmorierung, also fast schon weiß. Also, boah, ein unglaublich tolles Messer. Bis gleich. In der Regel stelle ich ja einzelne Lagiol-Taschenmesser als Lagiol-Pitch-Videos vor. Das sind so kleine Videos von 2 bis 3 Minuten. Hier oben kannst du ja die Kategorie sehen, wo all diese ganzen Lagiol-Pitch-Taschenmesser vorgestellt werden. Aber wir haben hier ein wirkliches Kunstwerk von Lagiol Honoré Durand. Das ist die Edition AREC. Und das kann ich nicht mal eben zack, zack in 2-3 Minuten vorstellen, weil hier geht es ja nicht nur darum, wie dieses Taschenmesser dreidimensional aussieht, sondern wir wollen uns anschauen, wie dieses Kunstwerk tatsächlich aussieht. Ich habe auch dazu eine Aufnahme unter Mikroskop vorbereitet, sodass wir auch ganz genau auch wirklich aus der Nähe das Ganze anschauen. Und bevor ich hier noch weiter rede, schauen wir uns kurz das Messer an. Wir haben hier ein Taschenmesser mit einer Klinge aus Damaststahl. Rostfreier Damaststahl. Dann haben wir hier einen Griff aus Warzenschweinstoßzahn. Und wie man sieht, ist das hier ohne irgendeine ohne eine Marmorierung. Das heißt, es ist sehr, sehr selten und sehr teuer. Und dann haben wir hier einen wirklich fantastisch gelochierten Rücken mit Messing und Edelstahl. Und das Besondere ist natürlich hier die Biene, die ist wirklich aus Gold. Das kann man hier in der Seitenansicht sehen. Vielleicht kann man es hier dann besser sehen. Also wir haben hier aufgeklebt, das heißt also drauf geschmiedet haben wir die goldene Biene. Und dann haben wir hier 2 Rubine als Auge der Biene. Und dann haben wir hier jeweils an den Flügeln 3 Diamanten auf jeder Seite. Also ein unglaublich tolles Taschenmesser. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, schauen wir es nochmal ganz genau auf, auch unter der Lupe bzw. im Mikroskop. Und kurz vorher möchte ich aber noch erwähnen unseren Newsletter von originallagiol.de. Wir haben während des Jahres insgesamt 4 Aktionen, die an 2 unterschiedlichen Terminen stattfindet. Hier könnt ihr vor mir die Übersicht sehen, welche Aktionen das sind. Das sind das OL-Suchspiel, wo du ein bestimmtes Messer suchen solltest, wo du 150 Euro als Gutschein gewinnen kannst. Dann haben wir den Seraphim-Tag, wo wir 40 Messer mit 40% Rabatt verkaufen. Dann haben wir den 40% YouTube-Rabatt, wo du entsprechende Codes sammelst aus den YouTube-Videos und dann kannst du an dem Tag einlösen und zwar für ein Messer deine Wahl, das vorrätig ist, für 40% Rabatt. Und wir haben auch noch die Aktion Foto-Aktion, wo du deine Bilder einreichen kannst unter dem Motto The Lagiol Way of Life. Hier kannst du alles nachlesen, auf unserer Seite kannst du entsprechend die Bedingungen alles genau nachverfolgen. Wichtig ist aber in Bezug auf den Newsletter, du kannst hier zwar den Monat auf wann das genau stattfindet, aber der Tag, der wird nur in dem Newsletter bekannt gegeben. Das heißt also, wenn du unseren Newsletter abonnierst, dann erfährst du dann in dem Newsletter, an welchem Tag genau die Aktion stattfindet. Und natürlich hat der Newsletter noch viel mehr Vorteile. Du siehst da 2-mal die Woche die Angebote, die wir immer wieder einstellen. Da sind ungefähr 7-8 Messer mit 10-20% Rabatt. Da siehst du die Neuheiten, die wir aufnehmen. Also wir haben ungefähr 30 bis 40 neue Produkte jeden Monat. Dann siehst du die neuen Videos, die erscheinen. Also das ist wirklich eine Art Informationszentrale über alles, was bei originallagiol.de los ist. Aber beginnen wir jetzt mit dem wunderschönen Taschenmesser. Wir haben hier das Taschenmesser
von L'Aguiole Honoré Durand. Das ist eine Schmiede direkt in dem Dorf L'Aguiole. Das ist, ich würde sagen, so die drittgrößte Schmiede, L'Aguiole-Schmiede in Frankreich mit ungefähr 25 bis 30 Mitarbeiter je nach Saison. Und hier haben wir ein wunderschönes Taschenmesser für 1.974 Euro mit einer Balbach Damask Klinge aus Deutschland. Hier kann man die noch mal ein bisschen genauer sehen, wie schön gemustert diese Klinge ist. Also ganz, ganz, ganz toll. Es ist rostfrei und wahnsinnig scharf. Dann haben wir hier einen Griff aus Warzenschwein-Stoßzahn. Warzenschweine, das sind diese Tiere, die sich sehr aggressiv verteidigen gegen alle möglichen Angreifer. Die schlagen die teilweise auch in die Flucht. Und diese Hauer, diese Warzenschwein-Stoßzähne, sie sind eigentlich im Grunde genommen immer braun marmoriert oder sehr oft braun marmoriert. Und es ist sehr selten, dass wir hier solche extrem weiße Griffe haben. Hier kann man so ein bisschen sehen, die Marmorierung. Also das macht die natürlich auch ganz besonders und auch vor allem teuer. Wir sehen hier einen klitzekleinen Riss, aber Risse in den Warzenschwein-Stoßzähnen, sie sind eigentlich ganz normal und üblich, sozusagen naturgegeben. Das bedeutet gar nichts, diese kleinen Risse hier. Die kommen also nicht durch die Verarbeitung, sondern die sind also natürlicher Art und die werden auch nicht größer. Also brauchen wir keine Sorge haben. Dann haben wir hier eine Rückengiloschage, das ist eine Mischung von Messing und Edelstahl. Sehr, sehr schön kombiniert, vor allem im Hinblick darauf, dass wir die Biene hier als vergoldet haben. Und die Biene, ich hoffe, das kann man hier sehen, sonst zeige ich das nochmal auf einem Foto. Die, wir haben hier praktisch erstmal ein Stück Stahl geschmiedet. Auf der Feder und da drauf haben wir nochmal geschmiedet ein Stück Gold. Das ist also praktisch die Biene, die Goldbiene als zweite Schicht. Ich hoffe, das kann man so hier einigermaßen sehen. Und diese Biene, die hat es wirklich in sich. Da sind hier zwei wunderschöne Rubinen und hier jeweils drei auf jeder Seite auf jeder Flügelseite praktisch drei Diamanten. Ich zeige das nochmal kurz hier im Mikroskop, wie das aussieht. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und an sich, auch die Verarbeitung, die ist wirklich phänomenal. Wenn man mit dem Finger hier drüber geht, da spürt man kaum die Kanten, alles super schön verarbeitet. Wir haben hier dieses typische Hirtenkreuz, also ein wirklich wunderschönes Taschenmesser. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Und auch hier auf der Unterseite, da führt sich praktisch diese Guilochage-Arbeit fort. Das ist nicht immer und selbstverständlich. Viele Künstler machen das nicht, weil das sehr, sehr aufwendig ist. Hier haben wir nochmal die Kürzel da innen drin von dem Künstler hier drin, der das ja gemacht hat. Und ich finde auch schön, dass hier Honoré Durand nur hier oben sein Logo gemacht hat und nicht hier über diese wunderschöne Klinge das Ganze praktisch ein bisschen optisch beschädigt hat. Viele machen es anders, die machen ja das Logo hier drauf, habe ich ja schon entsprechend immer wieder gesagt in den Videos. Manche machen es so wie hier ganz zart. Ist natürlich immer so ein Problem bezüglich Konkurrenz aus China, aber sag mal, Honoré Durand ist sehr bekannt, so dass wir da keine Probleme haben mit einer Verwechslung. Also wirklich ein phänomenales Messer. Es lässt sich sehr leicht öffnen und schließen. Es kostet 1.974 Euro und ich muss sagen, dass die Preise immer höher werden. Dieses Taschenmesser hat mit einem Preis von 1.700 angefangen und es wurde in den letzten Jahren immer teurer. Das ist das letzte, was wir gerade jetzt vor einer Woche bekommen haben, also im Oktober 2020.
2021 und jetzt sind wir schon bei einem Preis von 1.974. Ich würde mich nicht wundern, wenn die nächste Lieferung dann über 2.000 Euro ist, weil einfach die ganzen Materialien alle immer teurer werden. Also ich denke, dass dieses Taschenmesser tatsächlich den Spruch, den ich hier versuche ein bisschen zu etablieren, dass Lagiol Taschenmesser Kunstwerke mit Schneidefunktion sind, dass gerade dieses Taschenmesser hervorragend für diesen Spruch steht und hier zeigt Lagiol Honoré Durand wirklich sein ganzes Können und auch insgesamt das gesamte Taschenmesser mit der Klinge, mit dem Rücken, mit der Biene, als gesamte Komposition, könnte man fast schon sagen, finde ich ein sehr, sehr gelungenes Taschenmesser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache 2 Videos pro Woche, mittwochs und sonntags. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Das ist immer natürlich die Bitte am Ende eines Videos. YouTube legt nun mal sehr viel Wert darauf und je mehr Abonnenten man hat, desto mehr kommt man entsprechend weiter in dem YouTube-Algorithmus. Das ist nun mal so, die überlegen das zu ändern und zwar wollen die gerne demnächst nach den Likes, also nach den Daumen nach oben, mehr Bewertung, mehr Wert drauf legen. Deswegen wäre auch schön, wenn dir das Video gefallen hat natürlich, dass du einen Daumen nach oben mir gibst. Ich würde mich sehr darüber freuen, das ist auch ein Zeichen für mich praktisch, dass dir das Video gefallen hat und wenn du natürlich noch einen Kommentar da lässt, dann ist er für mich praktisch wie ein Applaus bei einem Künstler. Da freue ich mich wahnsinnig darüber und so bekomme ich ein bisschen Feedback von dir, wie dir das Video gefallen hat. Hier im Anschluss danach zeige ich dir noch 4 Fotos oder 5 Fotos von diesem wunderschönen Taschenmesser und ich hoffe, du hast Freude daran, dieses Video geschaut zu haben. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.